Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, Mima Zero ist am Start. Ne, falls ich den Namen auch falsch ausspreche, ne, sorry, ne, das ist immer noch eine meiner Schwächen. Eine der vielen. Ihr kennt's ja, ne? Aber wir haben ja tatsächlich hier noch ein paar. Also theoretisch wäre Essen noch da. Natürlich, wenn er kochen würde. Aber die Spinnen in der Nähe sind halt ein Risiko, ne? Die Früchte haben natürlich den Vorteil, dass die mir noch hier plus 3 geben. Okay, er nimmt sie mit. Er hat mitgedacht. Ist ein schlauer Junge. Warum ist hier eine Lüftung eigentlich? Eine Lüftung nach draußen. Hier müsste eine Klimaanlage sein. Oh. So müsste es sein. Ich habe mich schon gewundert, ne? Warum baut der nicht? Warum macht er hier seinen Kram? Der muss weg. Der ragt einfach in das Ding rein. Oh, ich sehe auch gerade, der hat Klamotten. Wie sollte der Klamotten? Wir haben doch gesagt, dass er nackt sein soll. Das geht natürlich nicht. Die Klamotten müssen vernichtet werden. Das machen wir auch. Wir waren ja eigentlich auf nackter Brutalität, das heißt keine Klamotten. Es ist schade, ja, auch für die Ressourcen, weil das sind auch gute Klamotten. Aber die werden jetzt natürlich weggegammelt, ne? Da haben wir Glück gehabt. Den lassen wir auf jeden Fall liegen. Ah, den müssen wir doch anmachen. Dann wird die heiße Luft zumindest abgeführt. Das ist ein Vorteil. So, jetzt machen wir erstmal die hier für immer und dann die hier für immer. Kochen braucht er aber echt lang. Das ist sehr unerwartet. Trotz des Ventilators muss ich hier eine Kühlung reinbauen. Und ich habe wieder kein Holz. Oh, nachher wird die Spinne gegessen. Die Schlange gegessen. Da ist noch eine.
So, schön auf die Bedürfnisse achten. Aas ohne Tisch, sind wir dabei. Das, ja. Machen wir mal einen Heavy Club. Nehmen wir Zero Will einen Heavy Club. Der kann ja hier viel trainieren. Die verbieten wir tatsächlich erstmal zum Kochen, weil die halten ja ein paar Tage länger. Oder wir machen hier bei Mahlzeiten erstmal das Vegetarische raus. Was sind hier eigentlich verboten? Bei Früchte? Trockenfrüchte. Ja, ich würde sagen, wir verbieten es erstmal. Zombie Masiro, wie lange willst du noch schlafen? Meinem Ende ist es seine Entscheidung. Was ist das denn hier? Mitführen? An Medizin oder was? Würde ich sagen, eine, ne? Kann er sich zur Not noch verarzten? Und ich schätze mal, jetzt wird erstmal wieder gekocht. Damit das Fleisch auch länger hält. Das ist eine gute Idee. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin, dann tut es mir leid. Damit liegt es daran, weil ich ein bisschen müde bin. Nehmt es mir nicht übel. Also können wir auch mal in Ruhe zugucken und gucken, was die hier so, was Mima Zero hier so treibt, ne? Jetzt haben wir erstmal ein paar Tage Ruhe. Alter, hier sind überall Spinnennetze. Was ist denn das mal hier für ein riesen Stahlberg? Naja, reparieren bringt natürlich auch die Konstruktion hoch, ne? Das ist natürlich auch gut. Mir wäre zwar lieber, wenn er die Pflanzen anpflanzen würde. Aber hey, es ist seine Entscheidung. Gleich Level 4.
Na, draußen sieht man mal wieder nichts. Aber das heißt nur, dass man nachts eh nicht im Dschungel draußen rumlaufen sollte. Alter, der knallt da fast die 5000 auch noch hin jetzt. Komm schon. Sind ja nur noch 4000 noch was. Schon mal nicht schlecht. Warum ist das hier eigentlich so ein großer Faktor? Ich glaube, wir müssen bei der Religion mal gucken, dass das hier eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man nackt rumläuft. Äußerst gemütlich. Geräumige Umgebung, aber es ist ein abscheulicher Schlafraum. Und eine unansehnliche geräumige Umgebung, aber unansehnlich. Was sind denn hier so die Werte? Okay. Der Dreck ist echt sehr negativ. Machen wir mal einen Putztag. Gucken, ne? Der Raum hat jetzt minus 2,4. Der ist draußen echt angenehmer. Natürlich braucht die Toilette später einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer. Schläft einfach jahrhundertelang, ne? Mima Zero ist echt ein langer Schläfer. Okay. Immer noch Minus. Alter, das ist doch alles repariert. Wie viel hatten wir dann noch zu reparieren? Vor allem, dass er zuerst repariert und dann den Boden entfernt. Oh, ich dachte, er pflanzt jetzt mal an, aber jetzt pflanzt er an. Na gut, er wird jetzt wahrscheinlich anpflanzen und dann erst die Bäume fällen. Aber das ist auch gut. Haben wir auf jeden Fall nicht wieder Granittüren, sondern schnelle Türen, damit wir auch schnell reinfliehen können. Es wäre halt so krass gewesen. Wir
haben wir von Anfang an diese diese Batterie da hätten, ne? Aber man kann natürlich leider nicht alles haben. Warum müssen die so nah bei den Spinnen sein? Warum müssen die Spinnen überhaupt hier oben sein? Wieso können die nicht hier oder so sein? Wieso müssen die bei mir sein? Ich würde ja gern mal hier ein besseres Bett suchen in den ganzen, was auch immer das hier ist. Noch ein Schrein. Der Stuhl braucht auch unnormal viel Er trainiert? Ah, das erhöht auch die Entspannung. Sehr gut. Also trainieren erhöht Entspannung. Das freut mich. Aber wenn wir eine Batterie hätten, dann könnten wir schon mal ein bisschen produzieren. Ah, er hat 5. Das wird doch ein exzellenter Stuhl, oder? Normaler. Naja, Versuch war es wert, ne? So, ich glaube, ich werde hier direkt nochmal ein Feld anlegen. Gut, wir haben ein bisschen Nahrung. Wir können ein bisschen drin mithalten. Wenn hier diese Killer-Cats rumlaufen. Das sind Killer-Cats. Die werden irgendwann von Spinnen gefressen. Hoffe ich. Oder beruhigen sich. Ah, guck, da kommt schon die erste. Zack. One-Shot. Einfach den Hals abgebissen. Das hat dir wohl nicht gefallen, dass ich ihn nachgemacht habe. So. So, dann haben wir hier noch. Ah, und weg ist sie. Wir müssen irgendwann mal gucken, dass wir hier was machen können gegen die Spinnen. Die Spinnen sind einfach ein Risiko. Jetzt kommt noch ein verrückter Aeroflied. Der wird leider nicht weggedingst. Ich glaube echt, dass wir hier Kartoffeln erstmal lassen, oder? Was haben wir denn noch hier Schönes? Was wir am besten auch direkt benutzen könnten. Wir können auf jeden Fall wilde Menschen anpflanzen. Was war denn hier Tinctoria? Ach so, damit kann man Kleidung färben. So, ja, klar, Tabak. Ja, Gras, ja. V8
Fasermeises Holz. Was ist Kokwein? Achso, das slowt die Gegner. Bambus, okay, Blumen. Oh, wir können Neutroamin. Also Neutranium. Können wir auch schon anpflanzen. Ich dachte, das müsste man forschen. So, hat sich dieses scheiß Viech mal beruhigt oder wie lange müssen wir da drin noch rumgammeln? Der Aero flieht. Ich würde sagen, bei tierischen Produkten machen wir erstmal alles, damit die Eier hier mitgekocht werden. Das wäre nämlich wichtig. So, hat sich der Aeroflied beruhigt? Hat sich beruhigt. So, bevor die Eier nämlich schlüpfen und hier noch mehr Spinnen rauskommen. Ich hoffe mal, dass wenn ich die Eier schnappe, dass die nicht direkt angreifen. Ich muss generell mal gucken, dass wir nicht so lange draußen sind. Weil ich bin so schon wieder, ne, hier waren ja noch Spinnen irgendwie. Ich sehe sie nicht mehr. Haben sich gut versteckt. Und da sind noch Spinnen. Alter, ich habe doch schon über 5 in Bauen. Ich verkack trotzdem hier noch die ganzen Bauten. Alter, ich habe 4 in Nahkampf durchs Training. Alter, hier ist wieder so viel tot. Ah. Stonewall Mask. Ich kann aber auch Bandagen erstellen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, wofür das überhaupt da ist hier. Was man damit machen kann. Keine Ahnung. Egal, wichtig sind auf jeden Fall Bandagen. Würde ich sagen, dann machen wir erstmal, bis ich so 100 habe. Würde ich sagen, machen wir auch aus Hanf. Stoff und Hanf. So, wir machen hier mit Pausierung. Pausierung aufheben bei 50. Ach ja, die Zigarillos. Die machen wir für immer. Konsumier noch mal eine. Ich weiß gar nicht, ob die weggammeln, wenn man die im Inventar behält. Oder ist das jetzt so ein Lifehack, dass die dann nicht weggammeln? Die müssen nämlich eigentlich jeden Moment weggegammelt sein. Und ich habe die jetzt einfach eingesteckt.
Das wäre natürlich wie so ein kleiner Cheat, ne? Ach so, hier muss der Boden noch gemacht werden. Ja, ich mache erstmal Kartoffeln. Dann muss ich hier natürlich auch noch einen Boden machen. Ja, wir können das ja hier gucken, ne? Was haben wir denn hier? Kaffee geht noch nicht. Tee auch noch nicht. Was brauchen wir bei Barley? Gerste. Ja, Tee ist 5. Kaffee 5. Wo ist Gerste? Gerste. Ach, vielleicht bei Weizen. Ich weiß nicht, wer aber auch 5. Okay. Also geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die machen wir, ja. Hat auch Prio. Fleischpasteten brauchen wir was? Mehl geht nicht. Kebabspieße braucht was? Brauche einfach Materialien, okay. Was braucht Steak? Brauche auch nur Fleisch. Füllgemüse, okay. Guacamole, Avocado, Tomate, Dandelion. Dandelion, das ist doch Löwenzahn. Können wir Löwenzahn anpflanzen? Dandelion, Löwenzahn. Muss ich an Black Desert Online denken, weil ich eine Dandelion-Waffe habe. Oh Mann, da habe ich ja schon Jahrhunderte nicht mehr gespielt. Stufe 3. Dann mache ich hier erstmal Mais. Ich habe Pflanzen schon 5. Dann machen wir uns Tee. Dann wird hier eiskalt noch Tee gekocht.
Oh. Was kochst du denn da gerade? 25 Mahlzeiten. Dann eigentlich 40 für 4 Mahlzeiten. Krass. Bei Bären ist das anscheinend anders. Zerfällt, weil nicht überdacht und draußen. Das zerfällt doch gar nicht. Können die Eier auch smashen. Ich würde die ja gerne verkochen. Eigentlich der Plan. Ja, hier bauen wir keine Anbaufläche hin. Hier kommt irgendwann mal ein Weg hin. Einfach nur aus dem Grund, weil hier halt noch die Beeren sind, ne? Dieser Baum ist verrückt. Ha, jetzt habe ich mich anklicken lassen, aber nicht mit Shift. Ach so. In Home Area? Wie ist denn die Home Area? Ja, das ist natürlich auch ein cooles Feature. So, die werden erstmal wieder verboten, weil die hält natürlich viel länger. Sind jetzt dafür aber vegetarisch. Der Reis ist sogar bald schon fertig. Ich würde sagen, hier regnet es gar nicht so oft, ne? Kann das sein? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Wir machen mal einen Tragetag. Und dann machen wir nochmal einen Putztag hinterher. Warum hat er die jetzt markiert, obwohl die eigentlich nicht in der Heimatzone sind? Naja, was soll's. Das mit dem Spinnen hier ist immer ein Risiko. Nima, wie lange willst du denn noch schlafen? So, du willst aufstehen, wenn die Spinnen schlafen. Das ist natürlich auch clever. Ja, die sollen am besten verschwinden. Hey, was ist denn hier wieder für ein Krieg gewesen? Alter, du bist komplett erholt. Ja, okay, er ist aufgestanden. Ich wollte gerade sagen, warum stehst du jetzt nicht auf? Was ist denn da los? Immer noch eine unansehnliche Dings. Ich würde sagen, die smashen wir jetzt. Das dauert ja ultra lang. Wo gehst du hin? Bitte?
Ja gut, es ist dunkel, dann beeil dich. Ist Risikostrecke, aber ich erlaube es dir. Weil alle anderen gerade am Schlafen sind, da macht das Sinn. Okay, den Schrein, ja. So, Tragetag ist vorbei, dann machen wir einen Putztag. Hat nichts zu putzen? Hier sind noch diese komischen Flecken. Also, dass hier nichts zu putzen gibt, das stimmt ja so nicht. Alles andere ist auf 3. Wobei ich eingestellt habe, dass Standard 5 sein sollte, aber okay. Er will halt Kekse backen jetzt. Aber vielleicht direkt schon, ja, direkt Stufe 4, perfekt. So, damit war es auch mit dem Putztag und weiter geht's. Wird geerntet und direkt gekocht. Werden direkt Kekse gebacken. Na gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.